unser neues Zuhause. Der nächste Ort weit entfernt. Ruhe, Frieden. Hier kann man der modernen Zivilisation aus dem Weg gehen, sich zurückziehen und man selbst sein. Ich genieße die Abgeschiedenheit, ganz allein. Keiner, der etwas von mir will. Nur ich, die Arbeit auf dem Hof und die atemberaubende Landschaft Norwegens. Leben wie früher? Um eines gleich vorwegzunehmen, Leben wie vor 200 Jahren fällt mir zwar nicht schwer, aber wenn ich Strom und fließend Wasser haben kann, nehme ich es doch gerne. Damit wird das Leben erheblich erleichtert. Nur weil man Selbstversorger ist und ein einfaches Leben leben möchte, muss man nicht gleich komplett auf ein paar Hilfen im Leben verzichten. Wir haben einen Hof gekauft. In Norwegen, an einem See, in den Bergen. Und es gibt ein paar Probleme. Kein Wasser, unliebsame Untermieter, ein uralter Wärmetauscher und Schornstein und kein Auto. Nur so für den Anfang. Wasserschaden. Es kam nur lauwarmes Wasser. Wohin verschwand das heiße Wasser? Denn der Boiler schien in Ordnung. Lösung? In der Wand im Bad. Schöner Mist. Erst einmal das Wasser abstellen und die Versicherung anrufen. Wie soll ich verfahren? In der Zwischenzeit fühle ich mich zurückversetzt in die erste Zeit auf unserem Hof in Schweden. Denn dort lebten wir die ersten Jahre genau so. Ohne fließend Wasser, ohne normale Küche, nur mit einem Holzofen, auf dem ich das Wasser aus dem alten Brunnen für Wäsche, Abwasch, Haare waschen und für uns selber waschen erwärmte. Und ich füge mich ohne Schwierigkeiten in die neuen Bedingungen. Wer sich seinen Traum erfüllen will, muss mit Hindernissen rechnen und das Beste daraus machen. Immer einen Schritt nach dem anderen. Prioritäten setzen. Und meine sind zurzeit die Kartoffeln. Essen für den Winter. Der Gemüseacker. Also mache ich weiter wie bisher, nur ein bisschen langsamer. Noch langsamer. Denn Wäsche per Hand zu waschen, ist nicht nur schweißtreibend, es dauert auch lange. Weil ich kein Wasser habe, kein Fließen, muss ich meine Sachen waschen wie damals. Ja, per Hand waschen ist anstrengend und dauert ewig. Und mir ist ganz schön warm geworden dabei. Ja, es scheint schwierig zu sein, hier die Wäsche trocken zu kriegen. Ich hatte die jetzt 2 Tage da draußen auf der Veranda, aber die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass das irgendwie noch nass ist. Jetzt habe ich es reingeholt, mal gucken, ob das klappt. Thank you.
und ich kümmere mich um die Kartoffeln, bis jemand von der Versicherung kommt und den Schaden begutachtet. Zwischenstand. Die Versicherung war da und wir schauten beide mit einem Seufzer, der Mann von der Versicherung und ich. Ein alter Frostschaden, eindeutig vor unserem Kauf entstanden. Und es ist ungewiss, ob sie zahlen. Und wir beide sind uns auch einig, die Löcher zu schweißen, was die Versicherung machen würde, macht bei diesen Rohren keinen Sinn. Alles muss getauscht werden und das übernehmen sie nicht. Ich hänge also eine Plane davor, damit es da nicht ranregnet, und ich lasse es trocknen. Und während ich so überlege, wie ich weiterverfahre, rufe ich meinen Mann an, um mich mit ihm kurz zu schließen. Denn mein Mann ist ja in Schweden, um zu arbeiten. Die Notlösung? Wir wollen das Wasser zum Bad abklemmen, damit ich zumindest in der Küche fließend Wasser habe. Ich telefoniere also herum, um jemanden zu finden, der das tut. Und bis dahin schleppe ich weiter Wasser und kümmere mich um den Kartoffelacker. Ja, dann einmal ganz kurz zu all den anderen Problemen, außer, dass es kein Wasser gibt im Moment. Ich habe zurzeit kein Auto, also ich habe ein Auto, aber das muss doch durch den TÜV, so das muss noch erledigt werden. Dann, ich habe hier meinen Zettel, damit ich da durchkomme, Schornstein. Ich traue mich noch nicht so, die Öfen anzuheizen, weil ich nicht genau weiß, wie der Schornstein ist, so der müsste vorher gecheckt werden. Dann habe ich mobiles Breitband besorgt. Doch sobald das hier sicher ist, dass das auch wirklich klappt alles, muss ich hier Fibernetz hinlegen. Denn das, die Videos hochladen, also ein Video hochladen für euch, dauert mehr als einen halben Tag, sodass es natürlich auf Dauer nicht tragbar. Dann gibt es hier einen Wärmetauscher, also eine Klimaanlage-Wärmetauscher. Der funktioniert auch, aber der ist so unglaublich laut, dass ich den nur anhaben kann, wenn ich draußen bin. Und wenn ich reinkomme, muss ich den wieder ausmachen. Dann glaube ich, dass wir einen Marder haben, denn irgendwas ganz Großes ist durch die Wand gelaufen und es hat gepoltert. Ich glaube, der wohnt oben und hat seine Toilette unter der Küche, denn das stinkt da. Und was habe ich noch? Ach so, es gibt hier etwas, das nennt sich Zaunpflicht in Norwegen. Das heißt, dass alle Grundbesitzer ihren Grund eingezäunt haben müssen, wegen der Kühe und Schafe, die dann im Berg rumlaufen und nicht einbrechen sollen in die Gärten und von da aus auf die Straße. Und hier ist der Zaun an vielen Stellen wohl sehr, sehr veraltet und die brechen hier wohl sehr oft ein, die Kühe. So, das muss dann auch irgendwann erledigt werden. Ja, neues Haus, neue Probleme, aber eins nach dem anderen und das wird schon. Uhu, ein kleiner, falsch rum hier, ein kleiner Mini-Vlog hier jetzt.
Hinter mir ist die Wand offen und zwar, da leckt das an mehreren Stellen raus, Frostschäden. Und ich hatte mit der Versicherung gesprochen und hin und her. Aber was jetzt passiert ist, ich hatte nämlich gesagt, dass ich gerne einfach nur unten einen Hahn zum Abstellen, also dass es einfach abgestellt wird, das komplette Badezimmer, damit ich in der Küche Wasser habe. Und das wollte ich noch mit der Versicherung abklären, weil das ist so viel Eigenanteil, den man bezahlen muss, dass sich das im Grunde genommen nicht lohnt alles, weil wir müssen ja erst im Juli wirklich das Rohrsystem tauschen. Und ich wusste noch nicht so genau, wie ich das mache, aber vorhin kam einfach der Verkäufer hier angefahren mit seinem Freund, dem Klempner, und die haben das hier in einer Rasenfahrt einfach unten abgeklemmt und jetzt habe ich Wasser in der Küche und dann kann der Rest nämlich jetzt einfach warten und trocknen. Kann man hier wieder zumachen irgendwann, wenn es trocken ist, und vernünftig machen, denn wenn dann neue Rohre gelegt werden komplett, dann werden die nicht in diesen Außenwänden gelegt, weil das ist keine... Ui, da fliegt was rum. Das ist keine gute Idee, denn das friert ja nun mal kaputt, sondern das wird dann innen verlegt. Also, ich habe erstmal wieder Wasser, zumindest fließendes, in der Küche, was mir das Leben schon mal ein Stückchen leichter macht. Und jetzt werde ich ein Spargelbeet anlegen. Ja, dann bis zum nächsten kleinen Vlog hier auf Patreon. Und tschüss! Tada! Ja, ich habe wieder Wasser, in der Küche zumindest, und das ist besser als nichts. Ich weiß, dass man Spargel normalerweise anders setzt, und zwar die Wurzeln, bevor er anfängt zu wachsen. Aber dieser hier ist nun mal schon angefangen zu wachsen, dadurch, dass wir ja umgezogen sind und alles so komplett in die Länge gezogen war. Und ich habe den eingepflanzt gekauft, also werde ich den jetzt auch genauso einpflanzen. Ich habe halt schon gesehen, dass die Wurzeln nicht so liegen, wie sie liegen sollten. Aber wenn ich die jetzt alles auseinanderreiße, glaube ich nicht, dass das gut geht. Also pflanze ich sie genau so in die Erde. Ein kleiner Rückblick. Gleich in den ersten Tagen nach unserer Ankunft auf dem Hof hat uns der Verkäufer zu einer Angeltour eingeladen. Abends haben wir die Netze ausgelegt und am nächsten Morgen wieder reingeholt. Kilo Forellen haben wir gefangen. Und Fisch auszunehmen, zu filetieren und zu räuchern haben wir auch gleich gelernt. Kurz darauf ist mein Mann zurück nach Schweden gefahren, doch er hat mir eine Überraschung dagelassen.
Da ist jedenfalls mein Hocker. My husband left something for me. Look. Es regnet. Ich nutze die Zeit für die Gartenplanung. Und ich sehe so gut wie alles in Töpfen vor. Denn meinen Gemüseacker habe ich noch lange nicht gebrauchsbereit. Je nachdem, welche Keimtemperatur die Saat hat, verteile ich alles im Haus oder stelle es auf die Veranda. Das ist das Gewächshausgestänge und die meisten Gartensachen haben erstmal hier im alten Hühnerstall ihren Platz gefunden. Später sollen die woanders hin und zwar auf der anderen Seite der Scheune, doch da muss ich erstmal aufräumen. In dem kleinen Ex-Pferdestall, der auch wieder ein Pferdestall wird, haben wir uns ein kleines Plumpsklo eingerichtet, wo wir im Moment hingehen können, bis wir hoffentlich dann wieder Wasser haben und auch eine Toilette. So, hier wohne ich im Moment. Und das Ding, was so furchtbar laut ist, ist der Wärmetauscher. Den habe ich auch nur an, wenn ich dann selber gerade draußen bin und woanders bin. Und habe sonst ein kleines Wärmeelement an der Ecke stehen. Hier habe ich meinen Computer, damit ich eure Filme schneiden kann. Und dann geht's hier in die Küche. Und von hier aus geht's ins eigentliche Wohnzimmer, aber das habe ich alles zu, denn so viel will ich jetzt nicht heizen. Ja, und das ist das Wohnzimmer. This is the living room. It's empty and it's, wow, hallo? Leer und Echo? Hallo, hallo? Lala. When I am done.